Seit Wochen harren Flüchtlinge vom Brandenburger Tor aus. Sie kämpfen für bessere Bedingungen für Asylsuchende. Hi Ali, sag uns doch mal, was macht ihr eigentlich hier? Wer bist du? Und weswegen seid ihr hier? Wir sind die Flüchtlinge hier auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Die Flüchtlinge, die gegen dieses rassistische System, Asylsystem in Deutschland protestieren. Woher bist du geflohen? Aus welchem Land? Meine Eltern sind aus Afghanistan. Nach Iran geflüchtet und ich bin in Iran geboren. Ich hatte in Iran 17 Jahre gelebt, aber mit diesem Diktatursystem, auch so ein sehr schlimm und rassistisches Asylsystem in Iran. Ich hatte nie Papier gehabt, außer Duldung, befristete Duldung, also sechsmonatige Duldung. Ich durfte keine Schule besuchen. Ich bin 22 Jahre alt. Ich hatte bis jetzt nie ein Recht, so wie ein Menschenleben. Wie werdet ihr behandelt von der Polizei? Die Polizei kommt jede Nacht zu uns und schlägt uns, nimmt die Sache von uns, und damit wir nicht schlafen können, damit wir selbst dieses Platz verlassen. Und dann, wir wollten aber das nicht. Das war sehr schlimm. Das große Problem ist, dass die haben uns ohne Grund geschlagen, hat zu uns angegriffen. Das war sehr schlimm. Und die mussten das nicht machen, aber... Sie haben euch geschlagen? Ja. Die haben uns sehr viel geschlagen, dass die Nase gebrochen hatten. Hier auf dem Pariser Platz? Ja. Diese Asylpolitiker, die sind sehr schlimm. Also dieses rassistische System für Asyl in Deutschland. Deutschland ist rassistisch? Ja. Ich meine, für Deutsche ist es Demokratie, aber für Flüchtlinge ist es Diktatur. Die rechtspopulistische Bürgerbewegung Pro Deutschland wollte gegen Asylbetrug demonstrieren. Das blieb nicht ganz ohne Widerstand. Wir sind keine Nazis. Wir sind Patrioten, konservative Bürger dieses Landes. Schauen Sie sich diese Menschen an! Ist das eine Bereicherung? Ist das eine Bereicherung für unser Land? Wir sagen nein! Haut ab! Geht in eure Länder zurück! Was ist eure Botschaft? Dass Menschen zu jeder Zeit und an jedem Ort geduldet sind und akzeptiert werden. Und dass ihnen nicht noch mit Repressionen begegnet wird. Diese Menschen sind mehrere hundert Kilometer gelaufen und hungern hier, um auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen. Und solche Leute haben nichts Besseres zu tun, als sie auch noch zu diskreditieren, obwohl es ihnen schon, wie man sieht, schlecht genug geht. Also ich bin hier, weil ich für das christliche Abendland demonstriere. Das christliche Abendland bedeutet, dass es christliche Werte gibt. Das heißt, dass eben nicht die Leute Angst haben. Meinen Sie damit das Recht auf Nächstenliebe? Natürlich, auch das nächste Recht auf Nächstenliebe. Sieht man das hier? Ja, das sieht man hier. Denn wir wollen Deutschland den Deutschen. Hier treffen Rechtspopulisten auf Flüchtlinge. Aber was ist das eigentlich? Ein Leben als Flüchtling in Deutschland. Schaut es euch an. Hier bei Ali. Thank you.